Wenn ihr in Word ein Inhaltsverzeichnis erstellen wollt, müsst ihr mit den Word-Formatvorlagen arbeiten. Die findet ihr hier oben in der Mitte. Eure Überschriften müssen dementsprechend formatiert werden. Ihr geht hier für die Ebene 1 auf Überschrift und könnt die dann entsprechend benennen. Wenn ihr neue Ebenen wollt, einfach Überschrift 2 auswählen, das wäre die zweite Ebene. Und wenn ihr noch mehr Ebenen braucht, dann einfach mal hier aufklappen. Ja, jetzt gibt es hier die Überschrift 3, auswählen, beschriften und so weiter. Es werden jetzt immer wieder neue Überschriften, Ebenen generiert, einfach weil ihr die einmal benutzt habt. So könnt ihr dann eben, ja, zum Beispiel bis zur fünften Ebene eure Überschriften formatieren. Wenn euch hier irgendwas an der Formatvorlage nicht passt, zum Beispiel die Schriftart, einfach mit Rechtsklick drauf, ändern, könnt ihr zum Beispiel auf Schwarz machen und dann auf Areal stellen, okay. Und dann werden alle Überschriften, die ihr so formatiert habt, automatisch gleichzeitig geändert. Daraus können wir jetzt unser Inhaltsverzeichnis erstellen. Ich habe das immer gern nummeriert, deswegen hier einmal oben drauf und die Nummerierung hier auswählen. Damit ist schon mal alles nummeriert. Das Inhaltsverzeichnis kommt immer vor diese ganzen Überschriften. Das heißt, wir machen mal uns hier ein bisschen Platz, gehen auf Referenzen, Inhaltsverzeichnis, Benutzer definiert. Wählen hier die Ebenen aus, die wir haben. In dem Fall sind das jetzt 5 Ebenen. Wir könnten hier noch was am Design anpassen, zum Beispiel ja, ein klassisches Design oder ein modernes Design. Ich lasse jetzt mal so, wie es war. Gehe auf OK und schon haben wir hier ein Inhaltsverzeichnis. Wenn ihr jetzt noch eine Überschrift haben wollt, einfach ja, oben drüber gehen. Ihr geht dann einmal auf Start, Standard und gebt dann hier eure Überschrift ein. Das kann dann so aussehen und diese Überschrift wird dann auch nicht mit hier unten in dem Verzeichnis aufgeführt. Wenn ihr das wollt, dass das aufgeführt wird, dann einfach diese Überschrift einfach mit der Überschrift 1 formatieren. Dann könnt ihr hier vorne die Nummer wegnehmen und wenn ihr jetzt das Verzeichnis aktualisiert, gesamtes Verzeichnis, dann würde das hier mit auftauchen. Wenn ihr jetzt ein separates Anhangsverzeichnis erstellen wollt, dann schaut mal hier auf dieses Video, da zeige ich euch, wie das funktioniert.